Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Wir haben uns entschieden, noch eine neue Sorte der Marke Fuck Your Life aus dem Hause Hokkaido vorzustellen. Das Ganze ist die Sorte Fantasia Orange. Preislich sind wir hier bei 16,80 Euro auf 200 Gramm, setzt sich wieder zusammen aus 9,90 Euro für den Grundtabak und 6,90 Euro für die Molasse. Wir haben 70 Gramm Rohtabak drin und 130 Gramm Molasse. Genau, das Ganze zusammengemixt und für etwa 24 Stunden haben wir das Ganze ziehen lassen und sollte damit jetzt also rauchfertig sein. Angabe von Hokkaido, 5 Minuten reichen aus, dann ist das Ganze schon rauchfertig. Die Erfahrung für uns, mich persönlich, hat gezeigt, länger warten ist da besser, weil die Molasse noch mal mehr einzieht. Mhm. Ansonsten ist das noch mal sehr seelastig, sag ich mal. Seelastig, ja. Dann fackeln wir gar nicht lange, wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kopfbau aussehen, zeigen wir euch jetzt. Wir haben mal wieder das Dosendesign, relativ unspektakulär wie bei der letzten Dose, die wir vorgestellt haben. Ganz normale Standarddose, ohne Sortenbezeichnung, sondern einfach nur Base, also der Rohtabak, der in der Dose drin ist und die Marke Hokkaido. Der Schnitt ist relativ fein. Wir haben ein paar Ästchen mit drin, die haben aber eine Größe, die vollkommen in Ordnung sind. Molasse ist wieder sehr stark vorhanden. Die wird auch nicht viel mehr weggehen. Ein bisschen wird es noch einziehen. Ist jetzt ungefähr 24 Stunden her, nachdem ich die Molasse hinzugegeben habe. Also Molasse ist das der einzige Punkt, der uns da nicht so gefällt, dass das so extrem viel ist. In Punkten ausgedrückt würden wir dem Schnitt und der Feuchtigkeit 3 von 5 Punkten geben. Gebaut wird das Ganze heute im Hokkaido Lidlip Soft Touch Bianco. Kopfbau abgeschlossen, ging wieder relativ easy. Durch den matschigen Schnitt des Tabaks ließ sich das wunderbar in Form bringen. Lidlip ja wieder relativ kleines Depot, aber überhaupt keine Schwierigkeiten. Und wir haben ungefähr auf Ringkontakt von unserer Babushka gebaut. Da sind wir auch schon wieder. Ja. Und, lieber Alfons, was ist drin im Tabak? Also, Angabe. Nimm 2 Mirinda-Limonade, also orangenmäßig. Ja. Dann steht noch bei Hokkaido selber, dass mit einer floralen Mandarinennote gearbeitet wird, die beim Einatmen eine tragende Rolle spielt. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also der Beschreibungstext auf Hokkaido ist sehr lecker. Eine halbe Doktorarbeit. Ja. Sehr, sehr hoch gepokert, sag ich mal. Mhm. Und ob der Tabak das erfüllen kann, das wollen wir natürlich auf die Probe stellen. Genau. Wir machen die Dose einmal auf und riechen dran. Also geruchlich kann ich sagen, finde ich den Tabak an sich sehr, sehr lecker. Es kommt auf jeden Fall eine Mandarinennote durch, die auch so ein bisschen in so eine blumige Richtung geht. Mhm. Eine gewisse Säure, eine gewisse Spritzigkeit ist auch vorhanden, könnte für mein persönliches Empfinden aber noch ein Ticken stärker sein. Aber erinnert schon so ein bisschen an Orangenlimonade oder Lim 2. Also es geht schon in die Richtung. Geruch also sehr, sehr lecker. Ich finde auch, es ist ein sehr süßer Orangengeschmack. Lim 2 werde ich jetzt gar nicht so sagen, also vom Geruch her. Es ist für mich eher so wirklich Orange und dann schwingt da noch so ein leichter Mandarinentouch mit. Riecht aber wirklich sehr lecker, sehr, sehr lecker. Sehr fruchtig vor allem. Fruchtig, ja. Süß, fruchtig, leicht spritzig und dann halt die Orange und die Mandarine als Mischung. Also vom Geruch her bin ich wirklich überzeugt. Ja, beim Geruch haben wir uns tatsächlich recht schnell einigen können, und zwar auf 5 von 5 Punkten. Ja. Der Geruch ist sehr, sehr lecker, es kommt das durch, was drin sein soll, deswegen nichts auszusetzen und volle Punktzahl an dieser Stelle. Dann rauchen wir das Ding an und sehen uns gleich bei der Rauchentwicklung. Jawohl. Da sind wir auch schon wieder. Wir haben das Ganze wie immer einmal kräftig angezogen. Und eine gute Reifung, es nimmt einen ordentlichen Zug und wir gucken mal auf die Rauchentwicklung. Jawohl. Ja, auch hier wieder schöne, dichte, weiße Wolke. 1A. Schöne Rauchentwicklung. Ich komme auf die Hitze zu sprechen. Wir hatten die Kohle schon von Beginn des Videos drauf. Und der erste Zug war für mich etwas kritisch, sage ich mal. Ich musste kurz husten. Beim zweiten Zug hat sich das dann schon wieder gelegt gehabt. Und mittlerweile können wir so, wie das Ganze läuft, wunderbar mitarbeiten. Ja. Das heißt, Babushka ist drauf, 3 Kohlen sind drin. Man merkt zwar die Molasse, wie sie leicht nach oben kocht. Und vielleicht könnte es mit der Hitze über die Zeit ein bisschen schwieriger werden, aber aktuell läuft das Ganze wunderbar. Der Rauchentwicklung und vor allem der Hitzeverträglichkeit geben wir somit 4 von 5 möglichen Punkten. Dann beginne ich mal mit meinem Geschmacksfazit. Mein Geschmack, finde ich, kommt am dominantesten und am ehesten
diese Mandarinennote durch. Die hat auch wieder so einen gewissen Blooming-Touch, allerdings noch nicht so stark, dass es mich stören würde, weil ich bin eh nicht so der Freund von so blumigen Sorten. Aber wie gesagt, das ist alles noch im Rahmen. Orange, ja, schwingt vielleicht mit, ist aber nicht ganz so intensiv und vor allem nicht ganz so sauer und spritzig, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Ob es mich jetzt an dem 2 oder diese Mirinda-Limonade, wobei ich Mirinda-Limonade nicht kenne, also an dem 2 erinnert es mich jetzt nicht unbedingt, aber alles in allem ein leckerer, hauptsächlich meiner Meinung nach Mandarin-Tabak. Für mich geschmacklich ein sehr süßer Tabak. Geht mal von der Orangennote her in so eine etwas andere Richtung. Würde ich jetzt prinzipiell nicht mit anderen Sorten, die ich da vergleichen, also doch eher was Neues. Ich finde ihn von der Orangennote her gut getroffen. Es ist wirklich nicht nur so ein reiner Orangentabak. Ich finde, es geht wirklich in so eine Limonadenrichtung. Und da bin ich mir unsicher, ob das jetzt Mandarine oder Orange ist oder ob das einfach die Mischung ist. Es schmeckt aber lecker, es schmeckt süß und es hat so eine leicht künstlichen Touch, was ich persönlich immer nicht störend finde, weil ich eigentlich ein Fan davon bin. Ich finde ihn gelungen und ich finde ihn auch lecker. Kommen wir also mal zur Geschmacksbewertung. Ich persönlich würde dem Tabak 3,5 von 5 möglichen Punkten geben. Es ist an sich ein anständiger Orangentabak, aber gerade mit der Angabe, dass es an den 2 Limonade erinnern soll, hätte ich persönlich mir gewünscht, dass das Ganze einfach noch ein bisschen spritziger, säuerlicher und irgendwie prickelnder ist. Ich gebe dem Tabak 4 von 5 möglichen Punkten. Nimm 2 war jetzt für mich so auch nicht erkennbar. Mhm. Aber dieses Limonadenartige und das ist halt mal so eine andere Orangen-Mandarinen-Richtung ist. Ja, das ist definitiv was anderes. Genau. Und das finde ich gut und das ist auch gut umgesetzt worden. Deshalb von mir 4 von 5 möglichen Punkten. Okay. Macht insgesamt also 3,75 von 5 möglichen Punkten beim Geschmack. Kommen wir wieder mal zur Gesamtbewertung. Berechnet sich wie immer aus allen vorangegangenen Bewertungen. Und da kommen wir hier auf 3,9375, also mathematisch 3,9 Punkte. Ist, denke ich, eine anständige Bewertung. 3,9 von 5 möglichen Punkten ist gut, finde ich ja auch. Ich finde ihn im Vergleich zum Original-Cola-Tabak, den wir getestet haben, deutlich besser. Das auf jeden Fall, ja. Genau. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr den schon getestet habt und wenn ja, wie eure Meinung dazu ist. Und ansonsten bleibt uns nicht viel übrig, außer zu sagen, ist das Däumchen oben? Würde man dich loben. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.